man sagt nie aufgeben. Ja? Wir sind alle Sportler. Wir sind seit gestern unterwegs sozusagen. Wir haben unsere erste Laufeinheit gestern absolviert. Und heute sind wir hier in Gablitz. Wir haben super Bedingungen. Wir haben ein gutes Training hier absolviert. Donnerstag haben wir Halle im Eichgraben. Und natürlich Sonntag VVC, erstes Spiel. Schwere Gegner sozusagen. Sehr anspruchsvoll kommendes Spiel. Aber wie gesagt, das, was ich gesehen habe, die Spieler haben fleißig Heimprogramm gemacht. Das heißt, wir sind gut unterwegs und für diese Woche läuft nach dem Plan sozusagen. Wir müssen schauen, dass wir wirklich topfit sind. Wir schauen, dass wir wünschen uns wirklich eine verletzungsfreie Vorbereitung. Das ist jetzt das Wichtigste, dass alle Spieler gesund sind. Ja. Der Verein hat sich von einigen Spielern getrennt. Ja. Ungeplant war auch, dass der Brano Barisic seine Karriere beendet. Das war ganz schwer für uns, für die Mannschaft. Ja. Er war jahrelang dabei. Aber wie gesagt, das, was wir haben, wir müssen schauen, dass wir wirklich das Beste von unserer Mannschaft herausholen. Und wir schauen dann im Sommer, dass wir uns eventuell verstärken auf die Positionen, die wirklich ganz wichtig für uns sind.